Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Vogelporträt. Heute geht es mal wieder um ein wunderschönes und sehr buntes Exemplar aus unserer heimischen Vogelwelt, dem Stieglitz oder auch Distelfink genannt. Der Name Distelfink kam übrigens zustande, weil er mit seinem feinen und spitzen Schnabel bestens darauf spezialisiert ist, die Samen von Disteln als Nahrung zu nutzen. Früher, als es noch viele Brachflächen und dementsprechend auch viele Disteln gab, sah man sie zur Reifezeit zu Dutzenden die Samen plündern. Leider ist so ein Anblick heute eher selten und Disteln werden ja schon länger als unliebsames Unkraut bekämpft, nicht nur auf Feldern, auch in Gärten. Die verschiedenen Spritzmittel tun ihr Übriges und auf Feldern und Wegrändern sieht man Disteln und andere samenreiche Pflanzen, die als Nahrungsquelle dienen könnten, kaum noch. Ganz nebenbei, die nektarreichen Blüten von Disteln werden auch von vielen heimischen Schmetterlingen sehr gerne angeflogen. Wenn ihr im Garten also Platz habt, seht doch einfach mal ein paar heimische Distelarten, andere Wildkräuter und Sonnenblumen aus. Das freut nicht nur den Stieglitz, sondern auch eine Vielzahl von Insekten. Stieglitze lieben offene Flächen mit samenreichen Pflanzenbewuchs. Dazu gehören Waldränder, Randflächen von Feldern und Brachflächen. Aber auch in naturnahen Gärten mit entsprechender Bepflanzung und Nahrungsangebot findet man ihn oft. Die Hauptnahrung sind wie schon erwähnt verschiedenste Sämereien von Stauden und Bäumen. Insekten verschmäht der Stieglitz in der Regel komplett. Eine kleine Ausnahme wird zur Jungenaufzucht gemacht. Meist sind sie auch im Winter am Futterplatz anzutreffen. In besonders kalten Wintern ziehen sie auch kurzzeitig ins südliche Europa. Das Aussehen des Stieglitz ist unverkennbar. Das rote Gesicht und die gelben Streifen auf den Flügeln mit den schwarzen Elementen ist schon von weitem sichtbar. Der Unterschied von Männchen und Weibchen ist anhand der Färbung kaum erkennbar. Nur Jungvögeln fehlt noch das rote Gesicht. Hier ein Vergleich zwischen Erwachsenen und dem Jungvolk. Die Chance, Stieglitze zu fotografieren, ist wie schon erwähnt auf Brachflächen und an Feldrändern mit reichlich Nahrungsangebot in Form von Sonnenblumen, Disteln und anderen samenreichen Pflanzen am höchsten. Aber auch in Gärten mit ganzjährigem Futterplatz ist er oft zu sehen. Besonders im Herbst, wenn die Sonnenblumensamen reifen, besteht eine gute Chance, ihn auch aus kürzerer Distanz zu fotografieren. Ein kleiner Tipp: Lasst die braun gewordenen Sonnenblumen nach dem ersten Frost stehen, bis der letzte Kern von den Vögeln gefressen wurde. In meinem Garten waren selbst im Dezember und Januar noch Stieglitze auf den Sonnenblumen zu sehen und haben die allerletzten verbliebenen Kerne sehr geschickt aus dem Blütenkorb gezogen. Stieglitze sind in der Regel nicht besonders scheu und es gelingen einem oft schon gute Aufnahmen mit 400 mm Brennweite. Wie immer in der Vogelfotografie, je mehr Brennweite und Abstand, desto besser. Unsere Aufnahmen in diesem Vogelporträt sind übrigens alle mit mindestens 600 mm, manchmal sogar mit 800 mm an der Vollformatkamera entstanden. Wenn ihr einen Garten habt, kauft euch am Wochenende am besten mal ein paar Samen für eine Blumenwiese. Achtet darauf, dass im Saatgut Kratzdisteln enthalten sind oder kauft sie zusätzlich separat. Dazu am besten noch ein paar Tüten Sonnenblumensamen, bitte nur die ungefüllten Blüten. Und dazu kommt dann noch die ganzjährige Fütterung am Vogelhaus. Und auch ihr habt zumindest sehr gute Chancen auf den Besuch von Stieglitzen in eurem Garten und dazu noch von viel mehr anderen Arten. Wie immer hoffen wir, dass euch unser Vogelporträt gefallen hat. Dann bis zum nächsten Mal.